Nachdem sich der Bentley Continental GTC seit 2006 zu einer Cabrio-Ikone entwickelt hat, ist jetzt Zeit für den Nachfolger. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Weltpremiere des Bentley Continental GTC. Optisch sind die Briten ihrem Stil treu geblieben. Das Luxus-Cabrio behält das elegante Design seines Vorgängers. Allerdings sind die Konturen ein wenig gestrafft worden und geben dem Viersitzer so bereits im Stand mehr Dynamik. Die wichtigsten Änderungen finden sich aber unmittelbar hinter dem steileren Kühlergrill. Den Antrieb übernimmt jetzt ein um 15 PS erstarkter 6 Liter W12-Motor. Dank 575 PS, dem neuen 6-Gang-Automatikgetriebe und dem neu abgestimmten Allradantrieb ist der Sprint auf Tempo 100 in 4,8 Sekunden Geschichte. Erst bei 314 km/h stellt der Bentley die Beschleunigung ein. Allerdings findet sich der Preis dafür auch im Verbrauch wieder. Im Schnitt werden dann 16,5 Liter auf 100 Kilometer konsumiert. Im Innenraum bleibt alles beim Alten. Feinste Materialien wie weiche Lederbezüge, Edelholzfurniere, edle Metalle und hochflorige Teppiche. Das alles in größtmöglicher Handarbeit bestens verarbeitet. Die Passagiere können sich über mehr Beinfreiheit im Fond freuen. Hinzu kommen mehr Ablagemöglichkeiten und neue Komfortausstattungen wie das Infotainment-System, eine automatische Gurtzuführung und eine Nackenheizung.